Jetzt. Oh! Hey! So. Brauch dann nochmal mit 4x20. 20, 60, 80. Da ist 100 CD von dem Baum. Das ist schon hier noch. Stopp! 3, 2, 1, Start! Dann beginnt jetzt hier die dritte RC-Rallye Blankenburg. Offizieller Lauf zur RC-Rallye Germany Meisterschaft 2011. 13 Fahrer in der Klasse 4WD sind am Start. Morgen sollen noch 2 bis 3 Fahrer dazukommen. In der 2WD sind aktuell 5 Fahrer am Start. Stopp! Und Start! Auf dem Purzelbaum. Und Start! So. Wie sieht's denn aus mit den Helfern? Das Rennen beginnt in den nächsten 10 Sekunden. Start! Drei, zwei, eins, Start! Ja, der Sieger hier von 2009, 2010, der hat es natürlich drauf. Da müssen sich die anderen erstmal anstrengen. Ja, stimmt. So, die anderen schauen sich ein bisschen an, wo es lang geht, genau. Drei, zwei, eins, Start! Bei drei ab! Hast du bei drei oder bei ab? So, Start Nummer 7. 3, 2, 1, Start! Der WRC Fiesta
2011 bekommt Starterlaubnis. 3, 2, 1, Start. Transponder zählt. Und jetzt zeigt Jochen, was das Chassis. Geht noch? Was war das? Meine Lenkung. Der geht natürlich schön um die Kurve. Komm, lass ein bisschen fliegen, die Kuh. Power hast du genug. Juhu! Yeah! Der war richtig schön. Da haben wir drüber weggesehen. Da ist mir auch passiert. Ja, ich glaube, die Traxxas, die sind konkurrenzfähig. Oh, sehr schön. Sammy, mach mal ein paar Bilder, Mensch. Juhu! Also, der Jochen hier, der zeigt uns richtig einzuziehen. Rallye Drifts vom Feinsten. So, Startnummer 11. 3, 2, 1, Start. 3, 2, 1, Start. Ein Start. Was von erzählt. Und jetzt hier unser Rallye-Freak aus Blankenburg. Oh, leistet sich hier gleich ein Riesending an der Brücke. Hat aber nicht viel Zeit gekostet. Fährt noch sehr verhalten. Aber er wird merken, dass es richtig schön geht. Ja, das sieht doch schon gut aus. Ja, immer noch verhalten, er traut sich noch nicht. Zwei Runden muss man hier fahren. Ja, das sieht doch gut aus. Du kannst los. Ja, hier sind... Oh, auch gleich ein Fehler hier in der ersten Kurve. Anderes Fahrverhalten als 4WD. Brücke flüssig nehmen, jawohl. So, dann jetzt 2WD, das nächste Fahrzeug. Achso, 2WD, gut. Turm ist ausgefallen. Und hier kommt jetzt der Golf 1 Nachbau. Front angetrieben. Ja, zu wenig Schwung. So, und Ralf Scheller. 2WD noch fertig machen. Christian Busch aus Wernigerode ist fertig. Jetzt fahren hier Marcel mit dem Golf 1 aus Kassel und Ralf Scheller mit dem Golf 2, hallo, knapp dahinter aus Blankenburg. Ja, man sieht die fronteingetriebenen Fahrzeuge, die müssen hier ganz schön wühlen, um vorwärts zu kommen. Aber da gibt es dafür schöne Staubfahren zu sehen. Also die richtigen Autos hier, um schöne Bilder zu schießen. Und das Wetter, das ist natürlich heute wieder vom Feinsten hier. Vielleicht bekommen wir auch noch einen Regenschauer. Die meisten Fahrer wünschen sich das. Erstens staubt es dann nicht mehr so dolle und zweitens hat man mehr Grip auf der Strecke. Christian sitzt im Weg. Ja, ruhig, Zeit rausholen. Thank you.
Jochen, links rum, ne? Der nächste Start läuft nach Zeit da drinnen, denke ich. Warte. Kommt da noch einer durch oder will der jetzt schon einbiegen? Nee, kann schon. Jetzt geht's durch. Oh, hat durchgehalten. Hey! An die vorne Akku noch frisch. Mit einem kaputten Regler durchgehalten. Verhältnis schon gut dunkel, ne? Ja. Verhältnis schon ganz schön dunkel. Wer ist aber man sieht ihn noch. Ja? Okay. Ja, jetzt ja. Ist doch noch eine halbe Stunde, bis wir dran sind. So, gleich geht's los. In den nächsten 10 Sekunden. Stopp. Die Fahrzeuge mit Front- oder Heckantrieb haben natürlich zu kämpfen mit dem Vortrieb. Da sieht man richtig durchdrehende Räder und natürlich auch mit der Straßenlage, gerade die Fahrzeuge mit Heckantrieb drehen sich sehr schnell mal um, wenn man zu viel Gas gibt. Der Schotter hier, der ist sehr lose, also da muss man einen ruhigen Gasfinger haben. Hier wieder schöne Rolle von Ralf. Das sieht man am Tage. Achso. So und angeschlossen. Auf mein Zeichen. 3, 2, 1, Start. So, der nächste macht sich fertig. Samuel aus Kassel. 3, 2, 1, Start. Ja, hier fahren mehrere Fahrzeuge in der WP. Nicht vergessen, 3 Runden sind zu fahren. Und es zählt natürlich die schnellste Zeit. Oder die kürzeste, wie man das auch mal ausdrücken mag. Ja, schöner Tritt hier von Sammy. Michael Breitrück hinten mit dem blau-orangen Fahrzeug ist der Führende dieses Jahr in der Meisterschaft. Hat den ersten Lauf in Seesen gewonnen. Samuel, der Drittplatzierte. Kann ich los? Ja. So, jetzt 3, 2, 1, Stopp. Scheiße.
Komm mal hopp. Runter. Oh, eine der schönsten Spritzer hier bei der Wasserwegfahrt.